Ja, grüß euch, liebe Salzburg-Fans. Wir spielen heute das dritte Heimspiel der Saison gegen Rapid. Daheim, es wird eine interessante Partie. Fragen wir, was die Fans dazu sagen. Und vor allem fragen wir, was die Fans zur Gruppenphase in der Champions League sagen, zu unseren Gegnern. Machen wir sie ein bisschen um. Auf geht's. Ja, hallo. Ich habe jetzt den Daniel bei mir und seine zwei kleinen Buben. Du bist da? Fabio. Fabio? Und der Leon. Leon, sehr gut. Daniel, heute daheim gegen Rapid, aber zuerst die wichtigste Frage, was sagst du zur Auslosung in der Champions League? Ja, ziemlich interessant und wie gesagt, der italienische Zweitplatzierte, da muss das ja nicht ausgehen, aber haben wir schon und Finalist der Champions League. Genau, Finalist der Champions League. Ich finde die ziemlich interessant und bin guter Dinge, dass wir da weiterkommen. Ja, wie sagt ihr das? Genau so gleich wieder. Genau wie der Papa. Schaffen wir es auch, ha? Wieder. Ja, und dann spielen wir heute daheim gegen Rapid. Volle Familie dabei, wie ich sehe. Darf ich mal schätzen? Leon, was glaubst du, wie es heute ausgeht? Sehr gut. Fabio? 2-1. Ich hab 3-1. Ich wünsche mir 3-2. 3-2, ein richtiger Schlacht. Genau. Haben wir nicht das letzte Mal 3-2 genommen, wie der Slady Junusovic in der Nachspielzeit den Freistoß sogar verhandelt hat? Ja, genau, in der Nachspielzeit. Das war vor 2,5 Jahren ungefähr, oder? Pandemie 3 Jahre. Ja, er wird in Gottes Ohren. Also ich sag's, wir nehmen heute 3 Punkte mit. Ich sage, ich wünsche euch jetzt eine geile Partie, oder? Danke. Und hat mich gefreut. Danke. Burschen. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, gell? Bis bei mir den. Dietmar aus Monsen. Mit der Christian, ja, wir sind fast noppern, ich bin aus Unterach. Ja, das ist schon, ja. Da komme ich oft hin, natürlich auch nach Unterach. Das letzte Mal beim Seefest. Sehr gut, da waren wir auch. Und ich bin oft im Monsen einkaufen. Ja, da ist ja von der Alarmstufe Rot, ist ja die Gerlinde, arbeitet ja dort. Ich kenne die Gerlinde natürlich, da komme ich jeden Tag hin. Ja, ich auch. Nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Irgendwas Neues erfahre ich von der Gerlinde, weil die hat alles aus erster Hand. So ist das, die Salzburger Fans, das ist fast eine große Familie, kann man sagen. Genau, ganz genau so ist es. So, sieht man. Wir haben Champions League Auslosung gehabt die Woche. Was sagst du zu unseren Lose? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht schlecht, weil es jetzt nicht so die ganz großen Namen sind und wie gesagt, jetzt sind die Gruppen nicht ziemlich ausgeglichen. Ich sehe mir da ein bisschen eine Chance. Es gibt viele, die jammern ein bisschen, weil man jetzt kein Barcelona oder Dortmund hat oder Bayern. Aber was mit den Bayern letztes Mal war, hat man eh gesehen. Also nein, ich bin zufrieden. Ja, ich glaube, Internationale ist ein super Los. Schauen, brauchen wir nicht. Finalist letztes Jahr, also letzte Saison. Heuer. Absolut. Und wir kommen wieder ins legendäre San Siro. Genau. Also auf das freue ich mich schon, muss ich gar nicht sagen. Da kommst du mal nach Portugal, kommst du nach Spanien. Genau. Das ist nicht schlechter. Ich kann nicht nach Portugal, ich habe eine Dienstreise, genau, wenn man am 20. auswärts spielt. Das ist schlecht. Es schmerzt im Herzen. Ja. Aber es ist halt so. Man kann es nicht ändern. Grüß euch. Grüß euch. Und so ist es halt, so ist der Fußball. Genau. Heute wichtiger, nicht so sehr die Champions League. Heute spielen wir daheim gegen Rapid, unser drittes Heimspiel die Saison. Was erwartest du da? Wie gehen wir heran an die Partie? Das Rapid-Spiel ist immer das Highlight im Jahr für mich. Das geht über alles drüber eigentlich. Und wenn wir das gewinnen, und das gewinnen wir sicher, und zwar anständig, dann passt das. Dann ist das ein schöner Hochzeitstag gewesen. Den haben wir nämlich heute. Dann einen herzlichen Glückwunsch dir, deiner Frau, danke zum Hochzeitstag. Und was darf das Hochzeitsgeschenk sein von der Mannschaft? Wie viel geht es aus für uns? Also ich glaube, dass wir es 3-0 schlagen. 3-0. Ich habe 3-1 gegeben. Bin ich gespannt, wer rechts sind hat. Sind wir ziemlich benannt. Sehr gut. Okay. Dietmar, herzlichen Dank. Gerne. Hat mich gefreut. Sehr gut. Ich habe jetzt bei mir den Markus. Servus. Servus. Die Woche war Entscheidungstag. Wir haben unsere Lose gezogen in der Champions League. Was sagst du zu unserer Lose? Ja, super herausfordernd. Und ja, die Tickets sind schon gebucht. Also Lissabon fahren wir mal auf jeden Fall, fliegen wir mal auf jeden Fall. Sehr geil, ja. Und Mailand werden wir wahrscheinlich mit dem Auto fahren müssen. Ja, ich werde wahrscheinlich mit dem Fanclub mit dem Bus fahren. Wir müssen noch überlegen, ob wir einen eigenen fahren oder... Wenn das angeboten wird, absolut. Ja, sicher so. Mailand, saugeil, San Siro wieder. Super. AC Milan schon wirklich klasse. Haben wir letztes Mal schon gehabt, also sensationell. Und San Sebastian, also Real Sociedad, genau. Auch ein cooles Los, finde ich. Absolut. Ehrliches Los. Also, ich finde bei Physodan das so quasi wie wenn das eine leichte Gruppe ist, ganz im Gegenteil. Ich finde das früher geile Gruppe. Das ist extrem herausfordernd. Ja, genau. Ja. Aber ich möchte nur sagen, mir erinnert die Gruppen ein bisschen, falls du dich erinnern kannst. Wann war das? Ich glaube im 17er Jahr oder 18er Jahr in der Champions League, wo man Lazio, wen haben wir da? Hilf mir ein wenig. Da haben wir auch so fast so Champions League Gruppen gehabt in der Europa League. Ja, genau. Und da haben wir sich voll gut jetzt überfällst du mich.
Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, jetzt nicht sagen sollen. Aber vielleicht fällt es uns rein. Wurscht, aber wir werden unsere Leistung bringen und, ja, und ich werden sicher Top-Spiele sein. Ich nur sagen, es war dann die Gruppen, wo wir das erste Mal ohne Punkteverlust in der Europa League gespielt haben. Also das kann vielleicht ein Zeichen sein. So, schauen wir mal. Jetzt drittes Heimspiel der Saison, daheim gegen Rapid, immer ein Mordspiel, das muss man einfach sagen. So ist es. Was erwartest du, Markus? Ja, absolutes Top-Spiel. Nur Rapid wird keine Chance haben. Ich meine, wir sind wieder da drinnen im Stadion. Ja, das haben wir gemacht und ich schätze jetzt mal ein Tor geben wir einer. 3-1. Ha! So geil. Das gleiche habe ich auch Tipp. Sehr gut. Jawohl! Sehr gut. Aber ich sage das auch ganz ehrlich, was mich ein bisschen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob mein Tipp stimmt, weil der Gerhard Struber hat gesagt, der verlangt heute 100%. Okay, dann sagen wir 4-1. 4-1, 5-1, 5-2, womöglich. Kann richtig rund gehen. Genau so ist es. Und ich glaube, der Gerhard, der passt da von der Philosophie perfekt zu uns. Voll super. Ja, gefällt mir voll. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass er das toll macht. Ja, bin ich auch der Meinung. Markus, ich sage herzlichen Dank und wünsche uns eine geile Partie. Absolut.